Hallo und willkommen zurück zu Night of the Dead. Wir sind beim letzten Mal hier hochgelaufen, nachdem wir ja unsere Hütte hinter uns gelassen haben. Wir sind auf der Suche nach einer neuen Behausung. Und ich sehe gerade, dass da hinten auch noch Häuser sind. Da. Und wir versuchen ja gerade mal, beziehungsweise ich versuche ja gerade mal hier so hochzukommen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht einen Ausblick haben auf Gebiete, wo wir hin könnten. Oh, da ist ein Schneegebiet sogar. Holy. Da scheint auch irgendwie was zu sein. Weil das hier vorne, das hier ist ja unsere alte City, wo wir waren. Da ist auch was. Da ist eine Kirche im Schnee. Ist ja witzig. Ich weiß nicht, ob wir da hochkommen. Kann ich noch nicht versprechen. Oh, da ist ein Bär. Oh, ich muss los. Die Wildnis gibt es ja auch noch. Ich probiere mein Glück. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen, ne? Ne, das glaube ich nicht. Ich probiere mein Glück. Ich bin außer Puste, Moment. Nur nicht fallen. Nein, nur. Ich will auch nicht sterben. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier hochkommen. Ich glaube, da hätte der Entwickler schon dran nachgedacht. Oh, da ist auch eine Brücke, guck mal. Und da war, glaube ich, auch gerade ein Hochhaus, ne? Da. Hui, da sind Felder. Da könnte auch eine Stadt sein, die vielleicht noch nicht reingeladen hat. Ich bin mir nicht sicher. Da hinten in dem Sandgebiet ist auch noch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir aber noch einiges zu erkunden. Oh nein, da unten ist ein Bär. Oh nein. Ich würde mich mal Richtung diese Stadt begeben. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit. Oh, da muss ich mal los. Tschüss. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, da irgendwo eine Unterkunft zu finden. Ich hoffe, der Bär lässt uns in Ruhe. Das ist noch ein weiter Weg, ich weiß. Aber ich hoffe, wir schaffen es. Und ich hoffe, wir sterben hier nicht. Ich versuche mal hier so den Klippen entlang zu gehen. Oh nein! Oh, Alter. Wir sind fast tot, ne? Ich sollte aufpassen. Ich sollte mir das Fleisch mal grillen. Aber ich habe, glaube ich, nicht genug Sachen, um mir den Kochtopf da zu bauen, oder? Ja, Äste fehlen mir. So ein Shit. Ranke. Aber keine Äste, ne? Shit. Wie kriegen wir Äste her? Ein Schlag. Die Machete will ich auf jeden Fall behalten. Können wir jetzt bauen? Nein, fehlt uns immer noch. Ich will hier auf jeden Fall sicher runterkommen. Lecker Vogelei. Haben wir genug? Jo, könnten wir bauen. Würde ich mal machen. Was? Ihr wollt mich verarschen. Wo kommen die denn her? Ne, und ich habe kaum Leben. Fick die Henne. Spawn die in einem in der Nähe? Kann das sein? Ne, fick die Henne. Kann das sein, dass sie teilweise manchmal hinter einem spawnen? Wenn man irgendwie so unterwegs ist gerade. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil hier war nämlich weit und breit keiner. Dass die in der Nähe von dem Spieler spawnen. Alter, ich wollte doch nur eine Küche bauen. Um mir was zu essen machen, damit wir uns ein bisschen heilen können. Würde ich mal eben hier machen. So, warte. Gekochtes Ei und Fleisch. Und ich kann noch ein gekochtes Ei. Oh ja, essen. Oh ja. Hm, lecker. Heidelbeeren, gibt auch Leben. Volle Energie, sehr schön. Rehpelz. Und Fleisch. Ja, geil. Wir sind wieder voll im Saft.
Sehr schön. Und wir sind auf dem Weg in diese Richtung. Richtung Westen müssen wir laufen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie kommen wir hier runter? Ist es überhaupt möglich, hier runterzukommen, ohne zu sterben? Anyone can cook, Errungenschaft freigeschaltet. Oh, bitte lass mich jetzt hier nicht sterben. Lass mich jetzt bitte nicht hier sterben. Das wäre echt doof. Ich gehe seitlich. Das sieht gut aus. Ich will nochmal ein paar Äste mitnehmen. Kriege ich hier. Also die Machete ist schon Gold wert. Gut, dass wir die haben. Und Vogeleier kriegen wir hier. Nice. Ich ernähre mich nur noch von Vogeleiern. So. So. 9 Uhr. Immer noch nichts geschafft. Und wir müssen noch darüber, ne? Ich habe keinen Bock zu schwimmen. Du. Wenigstens sind wir schon mal unten. Also den Berg haben wir schon mal. Oh Gott, wenn wir die ganzen Sachen holen müssen, dann müssen wir alles wieder zurück. Aber ich hoffe, dass wir bis dahin dann wenigstens ein Fahrzeug haben, dass das ein bisschen flotter geht. Also das möchte ich auf jeden Fall. Also dass wir ein Fahrzeug haben, vielleicht ein Boot. Da kann man hier rüber schippern. Ich weiß ja nicht, ob man sein Fahrzeug, sein Moped vielleicht transportieren kann. Das wäre natürlich mega nice. Was? Was? Ne, leck mich fett. Gott sei Dank, der greift uns nicht an. Gott sei Dank. Ich muss los. Tschüss. Nein, wir müssen schwimmen. Scheiße. Gott sei Dank lässt der Bär uns in Ruhe. Okay, wir müssen irgendwie versuchen. Oh nein. Ich habe halt Angst, dass da irgendwie Piranhas oder sonst irgendwas drin ist. Das muss da irgendwo sein. Die Stadt, ne, da so. Die. Gott, ich war im Wasser noch nicht. Okay, man kann auch schneller schwimmen. Oh, das geht doch schneller, als ich dachte. Huch. Blub, 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 blub. Oh, Gott sei Dank. Ging ja doch schneller. So. Mit der Machete schlage ich mich hier durch. Üb. Üb. Was? Oh, hier läuft so viel Essen rum. Das ist ja toll. Spiel gespeichert. 9 Uhr. Noch keine Behausung gefunden. Das Problem ist, wir müssen natürlich auch erstmal die Behausung dann freiräumen, ne? Das ist wichtig. Das ist erstmal so die Prämisse, die ich habe. Dass ich erstmal. So und so. Und so und so. So, wir müssen irgendwie da raufkommen und da irgendwo, ich glaube, da war die City. Da so hinter diesem Berg. Und da war das Feld mit der Brücke. Gott, haben wir einen Fußmarsch hinter uns jetzt. Gottes Willen. Aber immer noch 9 Uhr. Also es geht tatsächlich relativ. Also ich finde die Zeiteinstellung eigentlich gut gewählt. Aber ich denke, wenn man einmal drin ist im Spiel, dann geht das. Das ist Stein, ne? Oder? Ja, kleiner Stein. Also ich denke, man muss einfach nur einmal richtig reinkommen. Überleg mal, wir sind da rüber geklettert. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir was zurückgelegt. Ich nehme mal ein bisschen was mit unterwegs. Wow. Wahahaha. So. Ich denke mal, jetzt haben wir genug Äste. Für eine neue Küche. Weil die sollten uns auf jeden Fall bauen. In der neuen Behausung. So, jetzt lass mal schauen. Da kommen Häuser. Das ist aber, glaube ich, nicht die Stadt. Was? Hasi. Ist das ein Zombie gewesen? Das ist aber, glaube ich, nicht die Stadt, die ich gesehen habe. Da war ein Hochhaus. Das muss ja, wenn dann, nach rechts sein. Wo sind wir jetzt überhaupt auf der Karte? Oh Gott. Wir haben noch gar nichts gesehen. Überleg mal, das hier alles ist Karte.
Oh Gott, leck mich fett. Gott, wir haben echt nichts gesehen. Ich brauche ein Haus mit Fenster. Mit vielen Fenstern. Ich habe da gerade schon ein paar Zombies gesehen. Da scheint ein kleines Dörfchen. Kleines Dörfchen zu sein. Steht da hinten einer? Nee, ich dachte erst. Das ist aber auch hier eine Kleinstadt, so wie das aussieht. Oder so ein kleines Städtchen. Hier sind Ampeln. Ja. Okay, das ist ein kleines Dorf, so wie das aussieht. Ein kleines Dörflein. Da gibt es bestimmt jede Menge Stuff. Ich glaube, so vereinzelte Häuser wird es, glaube ich, so nicht geben. Also wird es bestimmt geben, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Die Stadt müsste da sein. Ich meine, da wimmelt es ja wahrscheinlich auch von Zombies. Da ist das Hochhaus, glaube ich, wenn ich das richtig sehe in der Entfernung. Ja, da. Wir laufen also richtig. Dann ist das hier das Feld, was wir gesehen haben. Jetzt sind die Häuser geladen. Ich könnte mir vorstellen, dass da hinten auch die Brücke ist. Also denke ich mal, dass es so ist. Das könnte das sein. Vermute ich mal ganz stark. Das ist wahrscheinlich das, die... Ich denke. Oh nein. Ernsthaft? Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Dann häute ich dich mal. Da gibt's lecker Wolffleisch heute Abend. Mmh. Yum, 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 yum. Lecker Tierdarm. Oh Gott, ist die Stadt riesig. Um Gottes Willen. Vor allen Dingen das Problem ist, bis du alles gebaut hast, ist schon wieder Nacht. Na? Das kommt ja auch noch dazu. Deswegen würde ich mich schon gerne in so einem Häuslein verbarrikadieren, was die nicht abreißen können. Das wäre ja so eine Hütte. Ach du Heiliger, ist die groß. Um Gottes Willen, was habe ich mir da ausgesucht? Hochhaus wäre gut. Aber dann kriegen wir die nicht platt. Oh, ein Schwein. Warte. Na. Ey, gerade standest du noch. Ich muss los. Tschüss. So, versuchen wir es mal durchzukämpfen. Was kostet uns denn ein Schlafsack eigentlich? Ich guck mal eben. Da. Können wir uns bauen? Ja, können wir bauen. Nice. Weil den würde ich dann gerne den Spawnpunkt aktualisieren. Wenn wir eine Hütte finden, wo wir uns niederlassen können. Das wäre schon ganz geil. So. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch wieder Kundschaft kriegen. Du, 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 so. Ach, ausweichen kann man auch, sehe ich gerade. Weil ich das oben gerade links lese. Alt ausweichen. Okay. Jetzt die Frage, kann man ins Hochhaus nach oben? Wenn ja, ist das eine gute Prämisse, ein Hochhaus zu entern oder lieber so ein kleines, wo man unten so für sich ist? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist eine kleine Hütte mit Dings. Hier mit Mauer. Würde ich mir mal angucken gehen. Weiß zwar nicht, ob wir da reinkommen. Die hat uns nicht gesehen, ne? Glaube nicht. Oh nein, der Brüller. Soll bloß abhauen. Hat der eine uns gesehen da hinten, weil der auf uns zugerannt kommt?
Was sind das denn für Hip-Hop-Leute? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Das sieht nach einer coolen Hütte aus. Platz ist ja auch ohne Ende. Und Fenster... Ernsthaft? Fenster haben wir auch. Könnte man vielleicht mal hier aufräumen ein bisschen. Level up. Ja. Oh. Was ist mit ihm denn? So. Moment. Ich würde mal ein bisschen aufräumen gerade. So, wenn wir schon einmal dabei sind. Moment. Aua. Hörst du auf damit? Lass das. So, dann würde ich das Haus mal aufräumen. Das finde ich eine geile Hütte. Wenn du hier vorne einen Zaun baust, die anderen... Was? Ernsthaft? Der hat eine Armbrust? Willst du mich verarschen? Was ist er denn für einer? Der hat eine fucking Armbrust. Leck mich fett. Hör auf damit! Hör auf zu brüllen. So, jetzt räumen wir mal drinnen auf. Okay, ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Da war ein Brüller drin? Wo denn? So, waren das... Oh, hier gibt's ein Klo. Hier kannst du auf die Fenster schießen. Untersuchen können wir es immer noch. Alle Räume. Türen können wir auch aufmachen. Das ist unsere Hütte. Hier sehe ich uns. Ist so. Wir haben mehrere Räume. Wir müssen nur gucken, dass wir die Räume... Ah ja, ich hab's gewusst. Oh, ich bin gleich tot. Das ist nicht gut. Oh, ich muss gleich mal essen. Puh. Wir haben mehrere Räume. Ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir müssen echt, ich muss mich echt heilen, ne? Okay, warte. Ich hoffe, hier ist keiner mehr. Oh, die können wir alle zerstören. Oh, hier sehe ich unser Essenraum. Beziehungsweise, na, hier wäre auch gut Platz für eine Werkbank. Ich muss mir das Gebäude erstmal angucken in Ruhe. Oh, wo kommt der denn her? Ich muss die Tür zumachen. Hier sehe ich die Küche. Hier. Das ist eine schöne Küche. Zerstören? Schraubenschlüssel erforderlich. Aha. Gut, aber ich hätte gern erstmal einen Schlafsack, den ich mir erstmal irgendwo hin platziere, wo ich schlafen kann. Auf dem Klo ist vielleicht nicht so die beste Idee. Ist hier noch jemand? Hier, ja. Das sieht doch nach einem sehr schönen Schlafplatz aus. Definitiv. Ich kann den sogar da drauf platzieren, das ist ja cool. Höher? Man konnte irgendwie einstellen die Rotationsgeschwindigkeit. Wie ging das nochmal? War das alt? Nee. Steuerung? Nee. Mausrad? Nee. Shift? Ah, was war das nochmal für eine Taste? Ah, ich hab's. Okay. Würde ich das einfach hier drauf bauen? Das passt ja irgendwie.
voll gut. Respawn-Punkt. Respawn-Punkt wurde gesetzt. Sehr schön. Geil. Voll gut. Bin ich ein Freund von. Und dann würde ich hier drüben... ich finde erstmal was. Mal gucken, was hier ist. Alter. Okay, das lasse ich alles da drin. So, die Frage ist, wo machen wir jetzt mal eben die Küche? Hier ist das Klo. Weiß ich noch nicht, was ich hier mache. Aber hier kann man schön rausschießen. Hier würde ich vielleicht nichts bauen. Ist hier noch jemand drin? Hallo? Oh, nochmal ein Schlafzimmer. Das, also hier sehe ich uns. Hier sehe ich uns auf jeden Fall. Definitiv. Alles nehmen. Finden. Was haben wir da? Alles nehmen. Ja, das wird unsere Hütte. Das ist unser neues Eigenheim. Wie Inventar ist voll. Willst du mich verarschen? Was kann ich mal weglegen? Die Kräuter. Kann ich die weglegen? Ach, da heilt man auch mit ein bisschen. Ein Leben. Ach, krass. Ja, das wird unsere neue Hütte. Davon, also da, da sehe ich uns. Das, ja. Das ist unsere neue... Hilfe! Oh Gott, wo kommt der denn her? Uah, ich habe doch kaum noch Leben. Hör auf damit. Nee, nee, lass mal. Nee, nee. Ich muss noch was zu essen machen. Wo wollte ich in die Küche machen? Wollte ich die hin machen? Ich glaube, ja. Hier ist der Küchenraum, ne? So, warte. Küche. Wo haben wir es denn? Da. Ne, hau ab, Mann. Wo kommt der her? Wie ist der reingekommen? Wie ist der reingekommen, Bro? Durchs Fenster? Muss ich die Fenster verbarrikadieren? Vielleicht? Der ist durchs Fenster gekommen, ne? Weil der kam von hier. Dann kam der hier durchs Fenster, der Schlingel. Ja, wenn ich hier durchkomme, kommen die auch hier durch. Oh, fuck. Okay, das heißt, ich muss die Fenster verbarrikadieren. Und Stunde 12 haben wir schon. Das ist nicht gut. Warte, ich muss mal eben gucken, wie in die Küche, wie ich die baue. Ja, dass der Ofen dahin kommt so. Ja, das sieht gut aus. Sehr schön. So, dann... So, Ei essen, lecker. Schön Ei. Schön Eierfurz gibt's dann. Lecker. So. Da, minus Leben. Nee, was macht man denn damit? Okay. Ja, haben wir. Ich, guck mal eben. Haben wir ein bisschen Holz zum Bauen? Nee, haben wir nicht, ne? Oh, eine Wand. Oh, doch, könnten wir. Hier mit Fenster. Warte mal eben. Ich kann hier sogar bauen. Das ist gut. Niedriger geht auch. Oh, hier, das wäre ideal. Das wäre richtig gut. Das wäre mega, wenn wir das so hinkriegen würden. Aber leider, leider, leider geht das nicht. Aber die Höhe wäre auch schon ideal. So. Probier gerade mal, ob ich das, wenn ich das im anderen Winkel gucke, ob das dann vielleicht geht. Ja, so. Warte. Kann ich das einfach da rein? Nee, da reinbauen geht nicht, ne? Schade. Egal, dann machen wir das so. Jo. Dann können die hier probieren, wie sie lustig sind. Ja, dann können die hier wenigstens schon mal nicht rein. Zumindest nicht durchs Klo. Ich müsste mir mal eben die anderen Räume angucken. Das ist zu, da auch. Aber wenn die Tür eh zu ist, kommen die ja da nicht durch, ne? Dann werden die ja in dem Raum gefangen eigentlich. Hier ist auch. Hier mache ich mal zu. Ach, hier ist offen. Hier ist gar keine Tür. Können wir eine Tür bauen? Eisenplatte brauchen wir dafür. Das ist ja blöd. Sicherheitstürwand. Das ist ja toll. Eine halbe Wand gibt's auch. Okay. Schade, dass man Tür nicht einfach so bauen kann.
Kann ich den beim Zaun? Geht auch nicht, ne? Okay. Aber gut, dass man da... Okay, hier müssen wir auf jeden Fall auch was machen. Da sehe ich Gefahr. Ja, da sehe ich uns. Warte. Jo, da sehe ich uns auf jeden Fall. Ist zwar nicht ganz gerade geworden, aber das passt. So, hier ist zu. Oh, hier ist noch ein Benzinkanister. Die nehmen wir alle mit. So, das haben wir auch. Hier muss noch was gemacht werden. Gut, dass wir noch ein bisschen bauen können. So, ich probiere das mal ein bisschen mittiger. So, müsste genau dieselbe Höhe haben. Ja, das ist besser. Ja, das gefällt mir besser. Ja, da kann hier auf jeden Fall keiner rein. Ich kann raus, aber die können, glaube ich, nicht rein, weil die sich nicht ducken können. Also, hoffe ich, denke ich. Sehr schön. Gut. Das heißt, wir haben unsere neue Behausung. Ich bin so froh. Und wir haben Stunde 13. Das heißt, wir müssen ja noch Defense Walls bauen, ne? Hier. Die müssen wir noch bauen. Kann ich die nochmal eben bauen? Kriege ich das noch eben hin? Boah, wir müssen echt etliche bauen, ne? Wir müssen auf jeden Fall wiederkommen und Holz sammeln. So viel steht schon mal fest, wir müssen auf jeden Fall Holz sammeln. Wenn das gerade ist da unten, dann könnte ich das eigentlich genau so bauen. Wenn das gerade ist. Wenn ich jetzt mit Alt ansnappe... Ich muss ja auch noch ein Tor bauen, ne? Das Tor kann ich nicht bauen, weil uns da was fehlt. Aber so stelle ich mir das vor. Genau so. Ja. Weil die Mauer überschreiten sie auf jeden Fall nicht. Das Einzige, was sie kaputt machen können, ist die Wand. Ja, also da haben wir noch einiges zu tun. Ich freue mich. Das wird, glaube ich, sehr cool. Und, ja, ich level mal. Warte mal, wo war denn nochmal Level? C, genau. Gedächtnis war... Zusätzlicher Schaden an Baum, Eier, Zombies. Das machen wir mal. Endlich neue Behausung. Stunde 13, wir werden nicht mehr so viel schaffen. Also wir müssen Bäume fällen. Das heißt, da hinten vielleicht irgendwo ins Wäldchen ein paar Bäume fällen, um die Dings weiterzubauen. Aber ich bin mega froh, dass wir eine neue Hütte haben. Ich bin so froh. Wirklich, ich bin sowas von froh. Das könnt ihr euch gar nicht glauben. Also, puh. Oh, guck mal, Munition haben wir auch. Oh mein Gott, wir haben alles doppelt und dreifach. Das ist sehr schön. Kann man eigentlich was reinlegen? Nee, ne? Kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich lege die da rein? Das geht nicht, ne? Ah, schade. Wäre cool. So, gut. Was wollte ich gesagt haben? Ja, das soll es gewesen sein in der Folge. Wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder und dann bauen wir unsere Hütte aus zum Schutze gegen die Zombies und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es wieder heißt Night of the Dead. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.